Einen Flauschigen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video werden wir uns zum Case Opening begeben und eine ziemlich große Menge an Vault Kisten öffnen. Auf meinem Hauptaccount habe ich hier 520 Kisten, ich habe aber noch meinen zweiten Account, da sind auch nochmal 500 drauf. Bedeutet, jetzt gibt es einen Timelapse, wie ich 1000 Vault Kisten öffne. Ich bin gespannt, ob ich zum ersten Mal eine Ohrpacke oder eine Supreme-Kiste rausbekomme. Ansonsten habe ich, glaube ich, jetzt schon so alles rausbekommen, außer eben die beiden Dinge. Deshalb würde ich sagen, starten wir jetzt mit der Timelapse. Tausend Kisten wurden geöffnet und wir schon jetzt mal, ich habe das Ganze hier nämlich alles schön sortiert. Schauen wir mal eben rein, was ich denn so aus 1000 Kisten gezogen habe. Plot Twist, wir haben keine Orb-Hacke und auch keine Supreme-Kiste gezogen. Wäre ja auch so einfach bei 1000 Wortkisten, sind wir mal ehrlich. Wir haben hier ein bisschen Eichen, Holzbretter, dann noch hier ein Stack Steak, den ich in die andere Kiste nicht mehr reinbekommen habe. Packeis, so allgemein Prismarinblöcke, hier noch Wolle, Quarz, Ton, Ziegelstein, Obsidian, ein paar Amboss und Spinnnetze. Dann haben wir hier unten auf jeden Fall sehr viel Holz, darüber freue ich mich sogar, weil
Holz kann ich immer gut gebrauchen, vor allem in den Mengen. Dann haben wir auf jeden Fall viele Ketten, Hauben, Hosen und Stiefel und dann noch so zwei Hemden. Und ich muss auch sagen, diese Spitzhacken, Schaufeln und Äxte finde ich auch gar nicht mal so schlimm, weil die kann ich auch immer gebrauchen. Dann haben wir noch ein bisschen XP und dann haben wir natürlich auch noch eine Doppelkiste von mit Essen. Ist vor allen Dingen geil für die Leute mit nur Hungerpöck wie ich. Und wir haben auf jeden Fall viel Eisen, finde ich auch gut, weil ich in der letzten Zeit viel Eisen verbraten habe, ist das umso geiler. Und Prismarinzeug und noch ja, ein paar Diablöcke, ist auch noch ganz nett. Dann schauen wir mal in die Kiste von denen da, was am meisten wert ist. Und ich habe sogar extrem im Vergleich dazu viele Lucky-Blöcke bekommen. 6 Lucky-Blöcke, 3 portable Würfel, kleine Rüstungsständer, Withers, Skelettschädel hatte ich, glaube ich, davor auch noch nie gezogen. Hier diese World-Edit-Blöcke, Möbelmetall und Möbelstöcke, dann diese verzauberten Wandbücher, 4 OP-Goldäpfel und 24 Normal-Goldäpfel und hier noch ein paar verzauberte Bücher. Und das Geld auf meinem Kontostand, also 49.100 Dollar, habe ich ebenfalls noch rausbekommen. Schreibt mal gerne eure Meinung in die Kommentare, ob das eine gute Ausbeute ist. Für mich würde ich sagen, ja, würde ich schon sagen. Sind halt Vault-Kisten, die sind kostenlos, da kann man nicht viel erwarten, beziehungsweise eigentlich gar nichts. Aber ansonsten, wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, abonnieren, Glocke aktivieren, joint gerne auf meinem Discord und dann sehen wir uns nächsten Dienstag um 17 Uhr wieder. Haut rein und ciao, Leute.